Nach heftigen Regenfällen und schweren Überschwemmungen entlang der italienischen Adriaküste haben vor Ort erste Aufräumarbeiten begonnen. Laut Zivilschutz sind 50.000 Menschen ohne Strom und 100.000 Menschen ohne Mobilfunknetz. Mindestens 9 Tote gibt es nach Behördenangaben. Besonders betroffen ist der Norden des Landes, vor allem die Provinzen Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini. Eine gute Nachricht für die Unglücksregion. Für heute ist in der Emilia-Romagna kein weiterer Regen vorhergesagt. Teile der Autobahn zwischen Bologna und Rimini wurden wieder freigegeben. Im Bahnverkehr in ganz Norditalien aber werden noch Verzögerungen und Zugausfälle erwartet. Auch zahlreiche Schulen in der Region bleiben geschlossen. Nach Angaben von Regionalpräsident Bonaccini sind bei der Unwetterkatastrophe insgesamt 9 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern ist auch eine Frau aus der Provinz Cesena, die laut Nachrichtenagentur ANSA von der Wucht der Wasser- und Schlammmassen über 20 Kilometer mitgerissen wurde. Rettungskräfte fanden ihre Leiche an der Küste in der Nähe von Cesenatico. Ministerpräsidentin Meloni hat angekündigt, die Regierung werde Anfang kommender Woche finanzielle Hilfen für die Unglücksregion beschließen. In den betroffenen Städten haben am Abend in den Vierteln, in denen sich das Wasser zurückgezogen hat, erste Aufräumarbeiten begonnen. Regionalpräsident Bonaccini sprach von Schäden, die ähnlich hoch seien wie beim Erdbeben in der Region vor 10 Jahren.